matter, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Okay. Das ist anscheinend Agrippa. Und wir müssen, es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Zwei Hebel im Obergeschoss. Ja, da können wir ja schon. Okay, wir müssen jetzt also Bruchstücke finden in den Folterräumen. Öl. If you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? Klar. I mean, look at it. But if you find anything concerning a man named Johann Rein, would you please bring it to me? I believe he is working on a way to help me. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Warum kommt die Stimme eigentlich aus dem Teil hier? Die Stimme kommt hier raus und nicht von ihm selbst. Riecht mich voll auf. Das sieht doch schon nach Folterraum aus hier eigentlich. Kann man den auch wieder abstellen? Nein, schade. So, dann gehen wir mal weiter. Heinrich Cornelius Agrippa. I was once quite important, you know. Baron Alexander has sustained my soul in this dead husk for years. Who knows how many? Hundreds of them. Okay, zwei zur Tür. Oh, Memento. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist ein schweres Tür. Oh Gott. Nee, keine Zunderbüchsen mehr. Gott, ich bin so verschwenderisch, ey. Oh, 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 oh. Zunderbüchse. Lalalalalalalala. Da geht's anscheinend in einen neuen Bereich. Ich halte mich jetzt erstmal rechts. Keine Ahnung, ich geh jetzt einfach mal hier rein. Zunderbüchse. Achso, da sind anscheinend nur so Zellen hier. Da geht's hoch, keine Ahnung, ich jetzt erstmal hier weiter. Gucken, was ist denn das für ein Bereich? Altar, genau, da mussten wir doch hin. Aber ich gucke erstmal diesen Raum hier durch. Da sind auch noch Zellen. Ey, siehst doch schon kommen, ey. Da in der nächsten Zelle ist doch wahrscheinlich ein Monster oder so. Okay, nichts. Gehe ich nochmal nach oben. Das ist denn Fleisch? Wofür denn Fleisch? Eine Scheibe frisches Fleisch, okay. Wofür? Oh oh. Tschüss. Da möchte ich nicht rein. Oh oh. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Krank. Okay, und auf der anderen Seite sind noch mehr Zellen. Zwei noch. Irgendwie gefallen mir diese Zellen gar nicht. Aber bisher noch kein Monster. Ach, hier kann man ja durchgucken, ne?
Okay, die ist auch leer. Oh! Oh, nur eine Staubwolke. Nichts. Jetzt habe ich mich doch erschreckt. Ein Apfel. Bierung. Okay. Ganz cool bleiben. Ich gehe jetzt einfach mal hier in den neuen Bereich. Andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskus-Rosenöl zu suchen. Was? Ist das das innere Heiligtum oder was? Okay, zu. Blaues Leuchten, das sieht nach dem Heiligtum aus hier. Sind wir schon fast am Ende des Spiels oder was? Oh Gott! Da läuft einer! Da ist einer nach rechts gelaufen, okay. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Oh, der kommt zurück. Er kommt zurück. La 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 la. Ich darf ihn nicht angucken, das ist so gemein. Ich will mal wissen, wo der hingeht. Okay, er kommt in meine Richtung. Ey, jetzt hau doch ab, du scheiß Drecksviech. Toll, ey, jetzt habe ich da wahrscheinlich Monster was patrouilliert und ich muss immer dahin gehen, wo der nicht hingeht. Da gab es ja so drei Abzweigungen. So kann ich es mir vorstellen. Kommt der bis hier hin? Oh Gott. Ja klar, sicher doch. Wie soll ich das denn machen? Willst du mich verarschen? Okay, aber bis hierhin kann er nicht kommen. Da wäre ziemlich gemein. Ey, du willst mich doch verkackeiern. Mein Gott. Ja, toll. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture. And you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Boah, ist das gemein, ey. Der Alexander ist doch krank. Der wollte die Leute also so schlimm foltern, wie es geht. Ja, wir müssen hier weiter, eindeutig, aber wenn ich jetzt reingehe, steht der Typ dann noch? Ich hab jetzt ein bisschen Schiss. Oh Gott, bitte nicht. Hoffentlich ist er weg. Okay, er ist weg. Ach, mit dem Typen haben wir echt ein Problem. Wir müssen wahrscheinlich ganz schnell weiter. Die Tür ist wieder zu. Wir müssen wahrscheinlich immer... Wir müssen ihm irgendwie vor dem verstecken, dass er an uns vorbeiläuft. Und dass wir dann die Sachen untersuchen können. Aber dann... Müssen wir die ganze Zeit alles im Auge behalten. Wahrscheinlich, wenn er hier so herläuft, müssen wir dann uns hier so verstecken. Und wenn er da runter geht, müssen wir weiter. So kann ich mir das vorstellen. Das Problem ist jetzt, wir wissen nicht, wo der ist.
Das heißt, wir könnten ihm direkt in die Arme laufen. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Das heißt einfach nur hoffen, dass wir ihm nicht begegnen. Ich könnte jetzt hier warten und gucken, wo der herkommt, aber naja. So, der ist als erstes nach rechts gelaufen. Deswegen denke ich mal, ist er nicht schon wieder hier. Deswegen gehe ich jetzt auch mal nach rechts. So, ich hoffe jetzt nicht, dass der irgendwo von hinten ankommt. Ich muss jetzt wirklich alles genau im Auge behalten hier. Oh, ich dachte gerade, da steht der. Das war nur eine Puppe. Komm, ich mach mal Tür zu. Ach, da hinten geht's auch noch weiter. Shit. Ja, ich lasse Tür trotzdem zu. Mir egal jetzt. Die zerbrochene Kugel. Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorne beginnen. Seitdem ich die von Agrippas gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen. Es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Okay,